Hallo und willkommen bei WatchMaxis Podcast. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast, um dir meinen Podcast anzuhören. Einer meiner Abonnenten hat in einen Kommentar geschrieben, mach doch mal einen Podcast über Quarzuhren, und ich fand das so interessant, dass ich genau das heute gerne aufgreifen möchte. Jeder von uns hat bestimmt schon oft gehört, mechanische Uhren haben eine Seele, Quarzuhren sind seelenlos und tot. Mir kommt keine Quarzuhr ins Haus, das ist nichts für Uhrenliebhaber. Ich glaube, jeder von uns hat das schon einmal gehört. Auf der anderen Seite werden dann Meisterleistungen gefeiert wie Manufakturen, seien es Gehäusemanufakturen oder Werksmanufakturen, neue Entwicklungen bei der Hemmung, bei der Feder oder andere technische Innovationen, Verzierungen der Uhren, meistens im Werk, aber teilweise auch am Gehäuse, schöne Böden, COSC-Zertifizierungen. Alles das ist, glaube ich, etwas, was jeder von uns kennt und jeder schon gehört hat. Bevor ich im Detail darauf eingehe und meine Meinung dazu sage, möchte ich gerne erstmal einen Schritt zurückgehen. Worauf kommt es eigentlich bei einer Armbanduhr aus Sicht des Trägers an? Ich denke zum einen, die Funktion steht im zentralen Mittelpunkt, das ist die Zeitanzeige, und gegebenenfalls auch der Schmuck. Man sagt ja oft, die Uhr ist der einzige Schmuck des Mannes. Je nachdem, wie gut die Uhr zu erkennen ist, wie bekannt die Marke ist, wie sehr es allgemein bekannt ist, was eine Uhr kostet, kann natürlich auch der Punkt Status, Posing, Flexen reinkommen. Aber unter denen, die Uhren sammeln, mehrere Uhren haben und sich auch in Foren austauschen, steht, glaube ich, ein anderer Punkt im Mittelpunkt, und das ist die Liebhaberei. Das Wertschätzen der Ästhetik der Uhren, die Wertschätzung der technischen Leistung und diese Sachen. Ich behaupte aber jetzt einmal, dass alle diese Punkte sowohl bei mechanischen Uhren als auch bei Quarzuhren angetroffen werden können, beziehungsweise dass sowohl Quarz als auch mechanische Uhren geeignet sind, diese Punkte so zu adressieren, dass ein Uhrensammler, ein Liebhaber, ein Uhrenträger seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und glücklich und zufrieden damit ist. Trotzdem gibt es zwei Lager, die sich nicht scharf trennen, aber doch die einen, die sagen, ich bin eher, wenn nicht komplett, auf der mechanischen Seite, oder aber ich bin eher, wenn nicht komplett, auf der Quarzseite. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, aber was sind denn genau die Unterschiede? Als ich darüber nachgedacht habe, war der allererste Unterschied, der sich mir direkt aufgedrängt hat, dass Quarzuhren oft das Image haben, billig zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht preiswert oder günstig, sondern wirklich billig. Und das kommt wohl auch daher, dass wenn man Uhren im Wühltisch findet, sei es bei Discountern an der Kasse oder sonst irgendwo, dass es sich nahezu ausschließlich um Quarzuhren handelt und dass das Image der Quarzuhr natürlich in der breiten Masse signifikant prägt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch extrem günstige mechanische Uhren gibt. Ich habe jetzt mal Orient für mich rausgesucht, wobei Orient schon gar nicht mehr so extrem günstig ist, denn Orient kostet ja durchaus über 100 Euro. Es gibt auch Anbieter von mechanischen Uhren von deutlich unter 100 Euro, aber das wird so nicht wahrgenommen, weil es da eben keine Wühltischaktionen gibt. Also der Unterschied Nummer 1, den ich sehe, ist, Quarz wird als billig wahrgenommen. Dann gibt es die berühmte springende Sekunde, die aufgrund der Taktung des Quarzes den Sekundenzeiger springen lässt und dann oft auch nicht die Indexe genau treffen lässt. Das wird oft als qualitätsmindernd angesehen, ist aber wohl, ich bin kein Techniker, ich habe mir das sagen lassen, ist aber wohl zu einem Großteil technisch bedingt. Je mehr Geld man investiert, kann man das wohl auch fixen. Die Japaner, insbesondere Citizen, sind da wohl sehr gut, was die treffsichere springende Sekunde betrifft. Mancher sagt auch, ihm gefällt die springende Sekunde nicht, aber das ist eine
ganz individuelle Betrachtungsweise und es ist auch kein Quarz-ein- oder ausschließendes Kriterium. Denn auf der mechanischen Seite hat Botta mit der Clavius diese springende Sekunde in einer mechanischen Uhr simuliert und auf der anderen Seite gibt es Quarzuhren, die eine fließende, gleitende Sekunde haben, um nur mal ein Beispiel zu nennen, die Springdrive-Werke von Seiko. Also auch hier sehe ich keine scharfe Abgrenzung zwischen Mechanik und Quarz. Was natürlich ein ganz klarer Vorteil für mechanische Uhren ist, das ist der Blick ins Werk. Also ich habe auch keine Freude daran, auf ein Quarzwerk zu gucken und mir die Batterie anzuschauen, auch wenn ich hier ganz selten, wirklich ganz selten, auch schon verzierte Werke gesehen habe, sodass man tatsächlich vielleicht sogar ein Quarzwerk mit einem Glasboden ausstatten könnte. Aber das ist alles andere als üblich. Der Blick ins Werk ist doch eher bei mechanischen Uhren üblich. Auch wenn ich persönlich mittlerweile sagen muss, dass ich einen Blick in ein unverziertes Standardwerk überhaupt nicht mehr reizvoll finde. Am Anfang meiner Sammelleidenschaft oder Uhrenleidenschaft war ich persönlich super begeistert davon zu sehen, wie sich das Werk bewegt, wie die Hemmung arbeitet. Ich war absolut fasziniert. Mittlerweile möchte ich das dann schon schön gezeigt bekommen im Sinne von verziert. Genfer Streifen, Perlage, blaue Schrauben. Ihr wisst alles, was ich meine. Wenn das Werk nicht verziert ist, bevorzuge ich persönlich mittlerweile einen schönen Boden, schön graffiert, mit einem schönen Motiv versehen, mit einer vielleicht außergewöhnlichen Schrift. Und dann spielt es wieder keine Rolle, ob sich dahinter ein unverziertes oder vielleicht auch verziertes mechanisches Werk bewegt oder aber ob dahinter ein Quarzwerk die Uhr antreibt. Der schöne Boden bleibt ein schöner Boden. Die Genauigkeit ist auch ein Thema, wo man oft sagt, naja, das ist ein Plus für die Quarzuhr, aber die mechanische Uhr hat eine Mechanik und da wird wirklich noch Hand angelegt. Ganz ehrlich, die allermeisten Uhren im Markt sind keine Uhren, bei denen ein Uhrmacher wirklich jedes Zahnrad zusammensetzt und das Uhrwerk aufbaut, sondern das sind ganz oft Uhren, die wirklich industriell gefertigt werden im Sinne von Arbeitsteilung. Nicht unbedingt Fließband, aber es gibt dann verschiedene Stationen, wo wenige Handgriffe permanent wiederholt werden. Es ist nicht mehr der eine Uhrmacher, der das eine Werk zusammenbaut. Insofern schwächt das für mich auch ein klein wenig das Argument des individuell zusammengebauten Werkes ab, denn auch hier muss schon allein aus Kostengründen im unteren bis mittleren und vielleicht sogar an der Grenze zum höheren Preissegment eine weitgehende Industrialisierung in der Fertigung greifen, um diese Uhren, diese Werke überhaupt zu den Preisen und vor allem, das ist viel wichtiger, zu einer gleichbleibenden Qualität anbieten zu können. Quarzuhren sind aber, und das ist, glaube ich, völlig unbestritten, sehr viel genauer als mechanische Uhren. Bei Quarzuhren reden wir um eine Abweichung von wenigen Sekunden im Monat, bei sehr guten und High-End-Quarzuhren wohl auch nur über eine Abweichung von wenigen Sekunden im Jahr. Bei mechanischen Uhren reden wir über wenige Sekunden Abweichung pro Tag. Wenn es eine Uhr ist, die fantastisch läuft, sind es vielleicht nur wenige im Monat, aber das ist nach meiner persönlichen Erfahrung eher die Ausnahme als die Regel. Hinzu kommt, dass mechanische Uhren ein oft unterschiedliches Gangverhalten haben, je nachdem, ob ich joggen war oder aber mich etwas weniger intensiv bewegt habe, wie ich die Uhr ablege, Krone oben, Krone unten, Blatt oben, Blatt unten. Alles das kann den Gang beeinflussen und hier spricht man dann nach meiner Erfahrung oft davon, mechanische Uhren haben eine Seele. Jetzt sage ich es mal ganz deutlich, streng genommen halte ich das für völligen Quatsch, denn das ist nichts anderes als Ausdruck dafür, dass ein mechanisches Werk schlicht und ergreifend nicht so präzise und so wiederholbar präzise arbeitet wie ein Quarzwerk. Die Abweichungen sind nichts anderes als Ausdruck von Ungenauigkeit und zu einem gewissen Grade fehlender Präzision in der Teilefertigung. Das ist nicht gut und das ist nicht schlecht, aber es hat mit Seele oder sonst irgendwas nichts zu tun. Und um mal bei diesem Ausdruck zu bleiben, je mehr Seele eine mechanische Uhr hat,
umso ungenauer, unpräziser ist das Werk gearbeitet. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber es ist so. Dafür ist aber die Abweichung bei mechanischen Uhren von wenigen Sekunden am Tag sehr viel erfahrbarer, unmittelbarer erfahrbar als eine Abweichung von wenigen Sekunden im Monat oder Jahr. Das nehme ich von Tag zu Tag gar nicht wahr. Das nehme ich auch vielleicht innerhalb einer Woche gar nicht wahr. Bei einer mechanischen Uhr merke ich es aber schon nach wenigen Tagen, ob sich der Gang etwas verändert hat, ob sie vielleicht nicht mehr sekundengenau geht. Und insofern vermittelt eine mechanische Uhr vielleicht viel eher das Gefühl, in Anführungsstrichen, und das sind ganz fette Anführungsstriche, zu leben. Eine Quarzuhr mag hier vielleicht lebloser wirken, was aber nichts anderes bedeutet, als dass sie genauer ist. Ja, zum Punkt Schmuckästhetik. Ich denke, beide Uhren, sowohl Quarz als auch mechanisch, können ästhetisch sehr, sehr schön sein. Insbesondere, wenn sie einen schönen Stahlboden haben. Denn alles andere kann man ja sehr identisch gestalten, bis hin, in Abhängigkeit von dem verbauten Werk, zur fließenden oder schleichenden Sekunde oder aber im Umkehrschluss zur springenden Sekunde bei Automatikwerken. Auch hier ist das kein Ausschlusskriterium in die eine oder andere Richtung aus meiner Sicht. Ja, zum Thema Status. Ich glaube, beim Thema Status, da trennt sich vielleicht sogar der Spreu vom Weizen. Hier zeigt sich der Kenner. Während Quarzuhren in der breiten Masse oft als billige Uhr angesehen werden, als ja, Wühltischuhr, weiß ein Kenner vielleicht viel eher, dass auch eine Quarzuhr richtig, richtig viel Geld kosten kann, viel technische Innovation beinhalten kann, die auch jenseits dessen, was in den 80er, 90er und 2000er Jahren auf den Markt gekommen ist, heute noch innovativ ist. Ich spreche hier nur von High-End-Quarzwerken, von Springdrive und von anderen Innovationen, die wirkliche Meisterleistungen in meinen Augen sind und die einen gewissen Status repräsentieren können, wenn er denn von dem anderen erkannt wird. Im Gegenzug wird oft eine mechanische Uhr, egal wie viel sie unterm Strich gekostet hat, mit wertvoll und teuer gleichgesetzt. Das heißt, bei jemandem, der sich mit Uhren überhaupt nicht auskennt, kann man vielleicht mit jeder mechanischen Uhr Eindruck schinden, wohingegen man mit einer guten Quarzuhr wahrscheinlich nur bei einem Kenner ins Gespräch kommt. Naja, aber beide Uhren im mittleren Preissegment, und hierauf beziehe ich mich jetzt bei meinen Ausführungen vorrangig, sind beide Uhren wohl überwiegend industriell, wenn nicht sogar maschinell gefertigt. Ich höre auch oft, dass mechanische Uhren nachhaltiger sind. Ich muss keine Batterie wechseln. Ja, stimmt, Batterie fällt an, ist Mist, ist nicht gut, absolut zugestanden. Dafür kann ich bei einer Quarzuhr einen Service fast überall machen lassen und muss die Uhr nicht einschicken. Das heißt, unter Umweltgesichtspunkten punktet hier vielleicht sogar eine Quarzuhr gegenüber einer mechanischen Uhr, weil ich eben nicht weite Transportwege in Kauf nehmen muss. Ich habe es nicht ausgerechnet, ich will es auch nicht ausrechnen. Ich will nur sagen, dass die Batterie der eine Punkt ist, aber lange Wegstrecken, die ich für eine mechanische Uhr in Kauf nehme, gegebenenfalls ein anderer Punkt. Was mich persönlich super nervt, das ist, dass Quarzuhren doch so vergleichsweise häufig die Batterie gewechselt bekommen müssen. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Dafür gefällt mir bei mechanischen Uhren nicht, dass eine Revision so irrsinnig lange dauert und auch deutlich teurer ist. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu Quarz und Mechanik? Aus meiner Sicht gibt es wenig rationale Gründe, Quarz oder Mechanik vorzuziehen oder als besser zu betrachten oder als die bessere Uhr. Es gibt viele Gründe, die für Quarz sprechen. Das ist die höhere Genauigkeit, das ist gegebenenfalls auch der Preis. Wenn ich das gleiche Modell in Quarz und Mechanik habe, ist die Quarzuhr oft günstiger. Nicht so dolle bei Quarz ist eben das Image als billige Uhr und für mich der häufige Batteriewechsel gefällt mir auch nicht so richtig dolle. Bei mechanischen Uhren gefällt mir hingegen sehr gut, dass sie lange laufen, ohne zum Service zu müssen in aller Regel. Es gibt auch hier Ausnahmen, das weiß ich, aber in aller Regel laufen sie lange, ohne zum Service zu müssen. Sie werden gegebenenfalls etwas ungenauer, aber
Laufen zumindest noch und Bleiben nicht einfach stehen. Es ist nicht nur 0 und 1, sondern der Service deutet sich über einen längeren Zeitraum an. Das mag ich sehr. Mechanische Uhren sind etwas teurer und was hinzukommt, mit zunehmender Erfahrung, die ich habe, stelle ich fest, dass Werke immer häufiger eher getauscht als komplett revidiert werden, was bei mechanischen Werken oder bei mechanischen Uhren allgemein auch nicht unbedingt den Punkt Nachhaltigkeit stärkt, denn da lasse ich im Zweifelsfall lieber eine Batterie tauschen, als dass ich regelmäßig ein komplettes Werk tauschen lassen muss, weil die handwerkliche Revision den Preis eines neuen Werkes übersteigt. Am Ende denke ich, es kommt nur auf persönliche Vorlieben an und insbesondere darauf, wie man selber mit dem Image der Uhren umgeht. Mechanik edel, Quarz billig, ganz egal, was sie wirklich gekostet haben. Oder aber ob man sich mit der springenden Sekunde anfreunden kann oder auch nicht. Ja, mich würde total interessieren, was ihr darüber denkt, ob ihr Quarzuhren in der Sammlung habt, ob ihr Quarzuhren mögt oder doch eher zur Mechanik tendiert. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.